Ich hätte gern ein Stück Wildbeerentorte. Wildbeeren, ja. Haben Sie die Flocke Sahnetorte? Flocken Sahne haben wir ja, auch. Die hätte ich auch gern, ja. Ein Stück, ja. Und dann ein Stück Cognac-Torte noch. Cognac-Sahne, ja. Und vielleicht noch, ach, die Herrentorte, die schmeckt bei euch so toll. Und eine große Portion Sahne. Ja. Und ein Kännchen Kaffee. Und ein Kännchen Kaffee, danke. Der muss auch mal ausfliegen können. Ja, nach drei Wochen. Mir ist schon schlecht von dem vielen Hungern. Müsli und Gemüse. Wenn es so schöne Kuchen gibt. Ja, hier. Oh, ich liebe das Kaffee. Wir haben uns im Keller des Kaffeehauses versteckt. Von hier aus ruft Karl Dall an. Gundula, die Dame von Welt, hat ja ein Funktelefon bei sich. Hallo? Ja, Liebling. Ah, Schätzchen. Sag mal, wo bist du denn? Du, ich war einkaufen und bin jetzt in einem Café auf dem Kurfürstendamm. In einem Café, aber wirklich nur Kaffee, ja? Du, wirklich nur Kaffee. Ich hab mir nur ein Stück Obst dort. Ich esse wirklich nur das Obst, weißt du? Nur ein Kaffee ohne Milch und Zucker. Mäuschen, kann ich dir vertrauen? Du kannst mir vertrauen, wirklich, so wie abgemacht. Ich werde doch nicht die ganze Diät zum Teufel, ja? Ja, drei Wochen hungern. Drei Wochen gehungert. Na eben, mein Guter, du kannst dich voll auf mich verlassen. Mein Mann. Ja, Mäuschen, wenn das so ist. Aber ich rufe dich dann noch mal an, ja? Ach, wenn du willst, ja, wirklich. Du isst aber wirklich nur... Ich esse wirklich nur ein Stück Obsttorte und dann auch nur das Obst obendrauf. Kannst dich drauf verlassen, ja? Du musst immer denken, ich bin in deiner Nähe. Du bist in meiner Nähe, durch diesen ja. neuen Apparat bin ich ganz nah bei dir. Ja, ja. Tschüssi. Ciao. Ciao. Tschüss. Sagen Sie, wären Sie so freundlich und würden den Hörer abhören. Ich muss mal kurz verschwinden. Sie brauchen nur hier auf den Knopf zu drücken? Ja? Vielleicht ist mein Mann dran. Danke, ist nett von Ihnen. Gundula, die ihren Tischnachbarn vorher noch nie gesehen hat, hofft, dass der freundliche Herr dann das Telefon auch wirklich abnimmt. Aber vorher kommen noch die Torten auf den Tisch. Und zwar genauso viele, wie Gundula vorhin bestellt hat. Kommt da noch jemand, oder was? Nein, das ist alles für mich. Ist ja verrückt. Hallo? Liebling? Nein, das ist der Liebling, der ist gerade auf der Toilette. Die Dame kommt gleich. Ach so. Ja, ich bin ein Herr vom Tisch nebendran. Ach und so. Bin beauftragt, dass ich abnehme, wenn Sie anrufen. Das ist toll. Gerade auf der Toilette. Sagen Sie, ich weiß nicht, ob Sie um unser Geheimnis wissen. Wir haben also jetzt unseren 15. Hochzeitstag vorgestern gefeiert und haben eine 4-Wochen-Null-Diät hinter uns. Aha, ja, ja. Und da wollte ich Sie bitten, ich habe meine Frau so ein bisschen in Verdacht, dass sie vielleicht umfallen könnte. Nein, sie fällt nicht um. Sie fällt nicht um. Ein Stück. Was steht da? Nichts. Ein Stück. So ein kleines Blätterteig. Ja, ja. Sonst hat sie nichts bestellt? Nichts da. Ja? Ja. Sie ist ja am Tisch. Würden Sie, sollte sie sich was bestellen, vielleicht ein ganzes Stückchen Kuchen oder so, ja, womöglich ja. mit Sahne, dass sie vielleicht ein bisschen auf sie einwirken? Ja, 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 dass sie ein bisschen auf sie einwirken und sie davon abhalten, ja? Ja, gut, ich passe auf sie auf. Oh, das wäre lieb von Ihnen, ja? Danke. Das ist ganz toll. Gut, ich kenne so. Sie zwar nicht, aber ich bedanke mich jetzt schon mal bei Ihnen, ja? Bitte schön. Ich danke Ihnen. Danke, tschüss. Vielen, vielen Dank. Ja, denn wissen Sie, es hängt sehr viel von unserem gemeinsamen Glück davon ab, ja? Ja, das glaube ich. Ich passe auf. Danke. Also, tschüss. Das ist sehr lieb von Ihnen. Ja. Dankeschön. Das finde ich wahnsinnig nett, dass Sie das also für mich tun. Denn das mache ich doch selbstverständlich. Ach, unheimlich nett. Dankeschön, ja. Dank. Alle. Dankeschön, ja? Schönen Dank. Ich danke Ihnen. Jetzt ist unser Mann in die Geheimnisse der Nulldiät eingeweiht. Wird der Gundula nun die Torten und die Schlagsahne ausreden? Einmal hat es gebümmelt, dann habe ich hier drauf gedrückt. Ach, dann müssen Sie dann ran. Ja, es war aber niemand dran. War niemand dran. Das ist toll, da habe ich mich schon den ganzen Samstag drauf gefreut. Mmh, das ist irre, ich liebe das. Mmh. Irre. Ich finde das toll. Mmh. Sie kennen das doch.
Wenn man was nicht darf, möchte man es erst recht. Ja. Ne? Das Verboten macht erst recht Spaß. Ich muss ja auch manchmal um die Stränge hauen. Ne? Ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe. Welche Art haben Sie denn immer die Stränge? Es gibt so viele. Ja. Der eine hat es beim Essen, der andere hat es bei dem, der andere hat es bei dem. Es gibt immer was. Und wo hauen Sie über die Stränge? Ja. Verraten Sie mich. Ding ist doch so toll hier. Oh. Das ist einfach, das kann man gar nicht beschreiben. Nochmals ruft Karl an. Ui, jetzt wird's aber brenzlig, denn jetzt könnte alles herauskommen. Was macht nun unser Herr nebenan? Du, ich bin in einem Café am untersten Gang. Gunnar, bitte schön, sieben Kuchen, guten Appetit. Wow, ja. Danke. Muss ich jetzt wegschauen? Nein, überhaupt nicht, denn du kannst ja diese Kuchenrollen sehr gut spielen. Ja? Ja, aber wenn man die Szene 7-mal am Tag drehen muss, 7 Opfer hatten wir damals. Und ich habe ja nicht nur gekostet, ich habe wirklich gegessen. Und ich verspreche dir, mir war nie so schlecht wie an jenem Tag. Ganz nach dem Motto, eine Sekunde im Mund, eine Stunde im Magen und ein Jahr lang dann am Bauch. Lass bitte die anspielen. Also reden wir aber lieber jetzt von einem anderen Film. Den haben wir gedreht am Lugana See. Oh ja, das war sehr schön. Der Rex Gilder wurde verpflichtet für Fernsehaufnahmen. Wolfgang Herbert und ich spielten ein Ehepaar. Und ich sollte ihn ablenken von seinen Aufnahmen, indem ich immer penetrant nach einem Autogramm fragte. Mein Mann fuhr mich nicht hin und ich schwamm dahin. Den Rest. Ja, so gut, den Rest, den sehen wir. Der Film beginnt mit Gunter Herbst, der stand am Ufer, hat ein Megafon in der Hand und hat dann als Regisseur zu Rex Gildo gesprochen. Und diesen Kuchen, Gundula, den essen wir später. Im Ernst? Okay, Rex, wir fahren jetzt das Playback ab, ja? Okay. Playback ab, bitte. Playback kommt. Läuft. Jetzt kommen meine Mitarbeiter und Spaßvögel Gundula Petrowski und Wolfgang Herbert angerauscht. Sie stören mit voller Absicht die Fernsehaufnahme. Das ist doch nicht Rex Gildo, das ist Peter. Ach was? Das ist Rex Gildo, das sind Sie Rex Gildo oder nicht? Ja, das siehst du. Gehen Sie doch da bitte aus dem Bild und lassen Sie doch den Rex Gildo in Ruhe, der macht hier Fernsehaufnahmen. Oh, kann ich ein Autogramm von Ihnen haben? Die machen doch hier Filmaufnahmen. Ja, und? Ich meine, die Gelegenheit habe ich doch nie wieder. Du machst doch hier doch auf, wenn sich die machen hier. Erna, wir kommen gerade auf Erna, hör doch auf, hörst du nicht, die machen Filmaufnahmen, was sollst du denn? Kann ich ein Autogramm von Ihnen holen? Ja, du, sei doch nicht so prominentengeil, hör doch auf. Ist ja nicht schlimm, ich hab's nur drüben im Hotel. Ich gebe ich möchte ihm wenigstens die Hand geben. Sag mal, spinnst du jetzt? Spinnst du jetzt oder was? Sag mal, bist du jetzt Wahnsinn? Bist du verrückt geworden? Was machst du denn? Du kannst doch jetzt nicht ins Wasser plötzlich den. Sag mal, sie kommen doch nicht so prominenten sein. Das spinnt so. Gelegenheit habe ich nie wieder. Ist das Ihr Ernst? Haben Sie was getrunken? Nee. Haben Sie nicht? Nein, um Gottes Willen. Meine Frau schwimmt. Wir sind hier auf Urlaub. Ich finde das toll. Nein, Sie sind wahnsinnig. Die Gelegenheit habe ich nie wieder. Oh, ich finde das toll. Kommst du jetzt hier rein wieder? Ich darf zu Ihnen ins Boot. Ja. Du kommst hierher jetzt. Ach, na gut. Das ist ja saukalt. Sie sind wahnsinnig. Für Sie gehe ich durchs Wasser. Ja, es ist wirklich kalt. Nur 12 Grad hat das Wasser. Das gibt's doch nicht. Mein Gott, tun Sie sie ganz schnell raus. Das ist ja wirklich saukalt. Ich will ja nicht, dass ein Fan von mir eine Lungenentzündung kriegt. Ach, so ein verrücktes Luder. Ich hab ihn hier angegeben. Ach, du bist doch. Du spinnst doch. Komm hier weg von der Schraube. Mach das, komm hier rein ins Boot sie jetzt. Sie müssen sich sofort ausziehen.
Also beziehungsweise umziehen. Nein, das, hey, auch wenn Sie was gegen mich haben, aber das, deshalb können Sie Ihre Frau doch... Soll mir nie was Schlechteres passieren als ein Fan, der für mich ins Wasser springt. Seid ihr frei? Okay, Rex, wir fahren jetzt das Playback ab, ja? Das ist ne. Die Aufnahmen werden zum zweiten Mal gestört durch ein italienisches Polizeiboot. Wir haben es so gekennzeichnet. Im Boot steht unser Mitarbeiter René Besson, der sich eine Art italienische Zolluniform angezogen hat. Renés Auftrag ist es, zu behaupten, Rex Gildo befinde sich auf italienischem Gewässer. Das ist die Wasserpolizei. Meinst du wohl, lieber Rex? Aber die Grenze nach Italien liegt einige Kilometer entfernt. Grüezi. Wie geht's, Mann? Wie geht's, Mann? Sprechen Sie Deutsch? Barigata. Sprechen Sie Deutsch? Wie geht's, Mann? Wie geht's, Mann? Sprechen Sie Deutsch? Wie geht's, Mann? Wie geht's, Mann? Non mi sento, non c'è sta. Ma dimmi, sono di quei passanti che non riesco. Parlare alemanno. Perché non mi sento in posizione? Perché non è italiano in posizione in posizione? Perché posso conto? Attenzione, signore, produzione, televisione. Grande star Rex Gildo. Da drüben sind meine Kollegen vom Fernsehen. Nein, aber Sie, Schweizer Fernsehen. Das ist italienisches Gewässer hier. Ja, ist auch ein sehr schönes Gewässer. Sie sind in Italien hier. Weiß, Sie keinen Ausweis? Ich bin ja nicht blöd, ich weiß, dass ich bin. Ja, aber Sie Ausweis, Sie müssen auch. Ja, natürlich habe ich ihn oben im Hotel, kann ich ihn zeigen. Wir können dann raus. Was haben Sie gemacht hier vorher mit anderen Booten? Sie waren in einem anderen Boot noch hier. Nein, ich war nicht in einem anderen Boot. Da aber es gab ein Boot. Attenzione, signore! Weil ich ganze Mancini, weil er tutte basta. Sie haben uns keinen Ausweis. Weil ich nicht auf dem Boot einen Ausweis trage. Sie schmucken oder was? Haben Sie Kaffee oder Zigaretten? Also gut. Aber Sie sprechen ja Deutsch. Ja, ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen. Sogar ein bisschen. Ja, wir nehmen Sie mit, ja. Wir müssen Sie mitnehmen. Das Attenzione, Signore! Komm rüber! Aber Sie sehen doch, dass da drüben Fernsehen ist. Simpatico? Sì? Sì. Also, televisione? E televisione? Televisione, cara. Wir gehen jetzt rüber. Wir gehen. Ich fahre nicht, ja. Was machen Sie denn? Sie haben keinen Ausweis. Was erbaut denn hier? Ich habe ihn im Hotel. Ja, gut, wir gehen jetzt rüber in Italien. Sie haben... Attenzione, signore! Produzione, televisione! Ja, basta, ritorno weg! Ist das Ihr Ernst? Signore, attenzione, produzione, televisione, grande star Rex Gildo. Und so entführten wir Rex Gildo auf die andere Seite des Lucanersees. Nicht nach Italien, wo er zu sein glaubte, nein, nur vom einen Schweizer Ufer zum anderen.